Hallo Leute und willkommen zum nächsten Part von Minecraft Hardcore 3. Ich wollte eigentlich jetzt nicht sagen Hallo Leute, sondern ich wollte eigentlich sagen, jetzt eigentlich in jedem Video, hey Freunde. Okay, hey Freunde und willkommen zum nächsten Part von Minecraft Hardcore 3. Warum deswegen? Weil ich habe so früher so irgendwie in 3 Videos kurzzeitig gesagt, hallo Leute, und jetzt mach ich was Neues, so hey Leute. Hey Freunde, bitte, danke. Hey Freunde, ne? Hört sich auch cooler an. Hey Freunde, weil ich Freunde habe. Ja. Ich hab Freunde. Ja. Was so... Boah. Ich hab Essen. So viel. Und ich bin voll Leder. Ja, ich hab Türen. Boah. Da krieg ich voll Schramm. Warte, ich will gar nicht. Wo, wie, was mach ich hier eigentlich gerade? Wo laufe ich? Wo bin ich denn? Hier runter, ich will nicht abhauen hier. La 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 la, was warum? Was mach ich? Und ihr, ich finde das ganz cool. Sieht so behindert aus. Okay, was geht's hier? Lol. Oh mein Gott. Oh, durch das. Warum? Ich brauch nicht essen, ich hab nur einen halben. Wenn ich am Vorhang bin, dann könnte ich ja machen. Und so. Ich muss ja nicht immer. Nee, komm, die Künste lassen wir. Oh mein Gott! Was mache ich für eine behinderte Scheiße? Ich dachte, ich komme da rüber. Anscheinend doch nicht. Ich war fast gestorben, ne? Also, ich hatte nur noch 4 Herzen, ne? Wolken. Wow. Ja. Gut. Ja. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel Holz. Alter, ja schon. Ich brauche ja auch nicht 64 Kohle im Ofen. Da kommen wir den ein bisschen vorbei raus jetzt. Also. So, 56 ist eine coole Zahl. Deswegen nehmen wir die jetzt. Ja. 48 Fackeln. Und wir gehen natürlich schlafen. Denn wir wollen ja nicht sterben. Zumindest hoffe ich das. Nicht so wie gerade eben. Das war nicht was für, als ich an den Lava gefallen war, eigentlich schon ja was passendes fürs Intro, ne? Oh, da gibt's eine Kuh. Da gibt's eine Kuh zum Töten. Da gibt's eine was? Dieses Video werdet ihr vielleicht noch heute am Freitag schauen, aber ihr könnt es auch dann. Also, ja. Das könnte auch morgen kommen. Morgen Samstag. Der 15.8. könnte jetzt auch kommen. Boah, ist so viel Kohle.
Da könnte es auch kommen, aber ja. Ja. Also für heute oder Freitag. Heute oder. Ah, heute ist Freitag. Heute oder Freitag. Heute oder Samstag. Also morgen. Heute oder morgen. Ist überraschend. Es wird an aller Voraussicht nach heute am Freitag erscheinen. Dann aber ein bisschen später. Also so gegen, ja, 10 Uhr. Denn ich bin heute total voll Stress. Ihr habt's bestimmt gesehen, meine Fakten. Erst ja, so um 15:30 Uhr ist, ich rechne damit, also ich möchte das mal, dass sie, ja, so um 14:30 Uhr hochblenden ist. Also ich komme heute die ganze Stunde später, das finde ich so behindert. Und ich noch so viel zu tun, ne? Es war so aufregend. Och, du Scheiße, ist der Kuhberg! Der Kuhberg ist das! Du bist Kunibert. Was? Ich habe eine Kuh getauft nach Kunibert. Und was macht diese Kuh? Boah, die schwebt. Boah. Das ist echt. Boah. Du kleiner Hase, du! Spring dir da einfach mal runter, so! Das ist was für Sucklife, ne? Also, ja. Wenn Hase da so runterspringt, ne? Und dann stirbt, dann ist es trotzdem meine Schuld, denn ich bin jetzt so ein Tierquäler. Oder kann ich auch? Ich kann auch so behindert stehen. Nee, das können die Kühe. Das kann nur Kunibert. Kunibert, das Kampfschwein. Es ist kein Schwein. Es ist eine Kuh. Yay. Aber leider keine Experience. Das sieht echt nicht gesundheits. Was? Gesundheits? Sieht echt nicht gesund aus, wie die Kuh da steht, ne? Boah. Boah, wie. Oh, die wollen wir mitnehmen. Ich riskiere mein Leben um euch kühlt. Oh, ich bin jetzt 27, ey. Also, wenn wir an Essen sterben in Minecraft Go 3, dann beiße ich mir selber in den Arsch, ey. Ist auch für diese Worte, liebe 5-jährigen Kinder, die 2 Jahre älter sind. Ach, ich hab kein Schwert mehr. Nein, wann ist meine Axt zum Einsatz? Au. Komm, wir machen seine Werkbank. Oh, wie süß. Wenn wir es sogar hierbei haben, dann bitte. Oh, wow. Ich bin echt ein Survival Freak. Was? Kuhschubser. Oh yes. Oh, Scheiße, muss ich so schubsen. Und wir haben Essen für 37 Jahre, also wir haben schon mehr als den ganzen Steak. Fleisch von Kühen. Ja. Ja, wo kommen wir überhaupt nochmal her? Da hinten oder so, ne? Ja. Oh! Sind noch Kühe? Die abgeschlachtet werden müssen. Jetzt kommt durch Blöcke. Ja, nur ein paar. Nein! No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ich bin runtergefallen. Ach, sprung in den Tod, ey. Ein schwarzes Schaf. Ich hab alle Kühe ausgerottet. Ergebnis 16 Leder. Und 33 Rittchen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da sind Hühner. Das sind Schweine, da sind Kühe, da sind Hasen, da sind Schafe. Ach du Scheiße, erstmal alles hier weg, erstmal hier. Also ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Das ist die große Tiersäuberung. Oder doch die große Tiersäuberung. Bist du ein Jedi? Bist du vielleicht ein Jedi? Anscheinend nicht. Jetzt rech ich wieder.
dass ich am Leben. Aber leider bist du meine Schussbahn schon besser. Boah, ich frag's mal doch so 2 auf. Was? Ich könnte eigentlich alles mal abschlachten. Ja, die Dingens hier, die. Dingens essen gehen ja auch her, ne? Ja, das ist gut. Ich kann jetzt auf jeden Fall Schafe. Boah, also hier, also Essen können wir uns nicht beklagen. Also. Wie töte ich eigentlich alles hier? Kaninchen, du auch. Hacker. Das Kaninchen hackt! Das Kaninchen hackt! Das Kaninchen hackt! Habt ihr das gesehen? Boah! Schau mal, wie weit springt er, wie hoch? Das Schaf hackt auch, also. Ich bin sehr enttäuscht. Wie weit springt. Sag mal, wo? Hier. Der Ständigkeit drauf. Guck mal, wie schnell der ist. Der hackt. Der hackt. Das ist Anti-Knockback. Anti-Knockback. Der hat Anti-Knockback. Ja, guck mal, wie der springt. Wie weit der gefällt. Die ganzen Tiere hacken. Die hacken. LOL. Die Tiere hacken. Ja, guckt euch das. Ich krieg den da gar nicht. Der hackt doch. Ey, du kleiner Hacker! Bin ich Hackerkind, ey. Ich bin bescheuert. Du kleines Hackerkind, ey. Hab das gesehen? Ausbeute 5. Oh. Wir haben 3 Kaninchenpfoten. Wir brauchen immer noch eine. Aber wir haben ja auch ein bisschen Schafe hier. Ich glaube. Oh Gott, wir haben 54 Rindfleisch. Oh, wir haben auf jeden Fall. Ofen. Du wirst wieder in Dauerbenutzung sein. Ja. Das wirst du. Aber das wird ja bestimmt funktionieren. Ist ja ein Hightech-Ofen, ne? Deswegen geben wir dir jetzt ein bisschen Kohle. Genau wie die Bergarbeiter. Im Ruhrgebiet. Früher. In den 50ern. Was? Ist dunkel. Nein, ich will nicht, dass es dunkel wird. Hat so Spaß hier die Arbeit. Hier. Hier die ganze Tier zu schlachten, um Essen zu haben für den Winter. Wie kleine Eichhörnchen. Was? Was laber ich? Für eine Scheiße! Ach, das haben wir übersteuert hier. Zwar für das Piepsen, aber ich muss hier so behindert reden. Ach du Scheiße, ich bin echt dunkel. Schaffe ich das? Nee, schaffe ich nicht. Okay, trotzdem. Wir warten, bis wir uns komplett reagiert haben. Oh! Ganz, 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 ganz knapp. Ganz knapp. Boah. Ich hab einen Block nach hinten und wir wären gestorben. Heftige haben wir noch. Noch 6 Stück. Da fehlen wir uns 2. Und es wird dunkel. Und wir nehmen auch schon 14 Minuten auf.
Sorry, aber du kannst nicht überleben. Außer es wird einfach zu dunkel. Das ist eine dumme Idee jetzt, dass ich noch auf die Kür gehe. Weiß ich, soll ich nach der Spurten jetzt nach Hause? Dann hast du schwerer. Fährst du über den Berg hier? Schnell, 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 schnell. Das L hier vorbei an die Türen. Ich muss schon sehen. Und ich muss den Ofen zu kaufen und wir sind fertig. We have it done. Und ganz pünktlich verabschiede ich mich jetzt vom Minecraft Faktor 3. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.